Modul am Start, und zwar das Thema Vision. Und da gibt es nicht sehr, sehr viel zu berichten, aber ich will mal ein bisschen mit euch darauf eingehen, was Vision überhaupt bedeutet. Deswegen würde ich einfach mal ganz kurz von euch im Chat hören wollen, was bedeutet für euch persönlich Vision? Also ich suche jetzt nicht nach einer Definition, ich suche nicht nach irgendeinem schlauen Satz, den ihr in irgendeinem schlauen Buch gelesen habt, sondern ich suche nach eurer Definition für Vision. Was ist für dich Vision? Oder eine Vision zu haben. Okay, da kommen schon ein paar Sachen rein. Was bedeutet für euch Vision? Ein Ziel. Eine greifbare Zukunftsvorstellung. Vision ist eine höhere Version meiner Zukunft. Sehr, sehr geil. Mein Ziel, was man sich vorstellt. Naja, wenn man sagt, okay, was ich erreichen will, ja. Okay, ich sehe schon ein paar, ich sag mal, verwechselndes, oder was heißt verwechselndes, aber sagen, okay, Ziel ist für mich Vision. Was ich erreichen will. Was noch? Was bedeutet für euch Vision? Da kommt echt mega wenig. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Vorstellungskraft. Ja, das ist schon mal gut, ja. Was noch? Was fällt euch ein? Zukunftsbild, ja. Okay, ich sehe schon auf jeden Fall, dass sehr, sehr, sehr viele Leute für sich nicht definiert haben oder beziehungsweise gar nicht wissen, was Vision bedeutet. Ich sehe sehr, sehr viele, die sagen, okay, das ist ja, ein Ziel, aber auch sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob sie entweder zu faul sind oder ihnen einfach nichts einfällt oder sie keinen Bock haben, aber es waren halt an sich verdammt wenige so. Und da glaube ich halt, dass viele Leute einfach nicht wissen, was Vision genau für sie bedeutet, beziehungsweise was Vision überhaupt ist. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt mal ganz stumpf, weil wichtig ist, wir müssen den Begriff im Grunde genommen, ja, ich sag mal, wir müssen den Begriff definiert haben für uns und jeder definiert es anders, um dann überhaupt darüber reden zu können, beziehungsweise überhaupt zu wissen, was ist Vision jetzt, okay? Und jetzt haben wir Vision zum Beispiel hier einfach mal in Wikipedia eingegeben, da haben wir jetzt zum Beispiel mal Vision, Religion, beziehungsweise allgemein bedeutet Vision einfach nur Anblick oder Erscheinung, kommt aus dem Religiösen, würde ich mal behaupten. Und bildhaftes Erleben von etwas sinnlich nicht wahrnehmbarem. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr geiler Satz. Bildhaftes Erleben von etwas sinnlich nicht wahrnehmbarem. Okay, also heißt, wir sehen etwas bildlich und das ist ganz wichtig, dieses bildlich, okay, oder bildhaftes. Und ich kopiere den Satz einfach mal ganz kurz und dann nehmen wir das mal kurz auseinander. Weil im Grunde genommen, deutsche Sprache ist mächtig. Das steht eigentlich alles schon meistens im Wort drin, beziehungsweise erklärt schon alles. So, wir haben jetzt hier. Seht ihr meinen Desktop, beziehungsweise mein Whiteboard, Leute? Ganz kurz Daumen hoch, weil ich sehe den Chat gerade nicht. Sieht man Whiteboard? Ja, okay, geil, perfekt. Easy. Also, bildhaftes Erleben, erstmal das ultra wichtig, es ist bildhaft, es sind Bilder. Okay, wenn ich zum Beispiel zu euch sage, schließt eure Augen und denkt an eure Mutter, dann seht ihr nicht den Namen eurer Mutter, sondern ihr seht ein Bild vor euch. Okay? Ganz einfach. So, dann im Grunde genommen bildhaftes. Das heißt, wir reden hier in Bildern. Dann reden wir von Erleben. Erleben heißt, wir uns passiert etwas sozusagen von etwas sinnlich nicht wahrnehmbaren. Okay? Und das ist jetzt wichtig, weil im Grunde genommen können wir Bilder sehen, diese erleben. Und ich meine, erleben können wir auch ohne etwas. Ja, ich sag mal, ohne uns etwas vorzustellen. Ganz einfach, also ziemlich interessant. Das heißt, wir haben was Bildhaftes, was wir erleben, obwohl wir es nicht erleben. Okay, weil wir es nicht mit den Sinnen wahrnehmen, sondern wir sehen ein Bild und das ist das Krasse. Wir können ein Bild sehen, was gar nicht da ist und uns trotzdem so fühlen, als wie in einer Situation, wenn das gleiche Bild da ist, aber es auch wirklich real ist. Okay, also nur ein kleines Beispiel. Nachdem wir das mal auseinandergenommen haben. Also merkt euch das mal, was Bild, also ganz wichtig, einfach nur bei Vision, bildhaftes Erleben. Einfach nur bildhaftes und Erleben, sonst nichts. Okay, merkt euch einfach bildhaftes und Erleben, ganz, ganz wichtig. So,
Wenn wir jetzt einmal dieses Bildhafte und Erleben haben, dann ist es so, schau mal, in The Secret steht zum Beispiel, und das fand ich unglaublich krass, dass ich das zum ersten Mal gelesen habe, in The Secret steht zum Beispiel, dass wenn man einen Marathonläufer hinlegt auf eine Bank zum Beispiel und die Elektronen an den ganzen Körper, wo die Muskeln zum Beispiel sind, anschließt und er sich vorstellt, dass er den Marathon läuft, dann ist es die gleiche Energie, die gebraucht wird, als würde der Marathon wirklich laufen. Weil der Körper nicht unterscheidet zwischen Realität, Realität oder Realität der Vorstellung. Okay, wir nehmen mal zwei Realitäten. Wir sagen mal einmal die Realität der Vorstellung und einmal die Realität. Also heißt jetzt hier wieder im Bereich Vision, ist es im Grunde genommen so, dass wir im Grunde genommen immer zwei Ebenen haben. Also es gibt natürlich noch mehrere, aber wir bleiben jetzt mal bei zwei einfachen Ebenen. Das ist einfach zu erklären. Und zwar haben wir die erste Ebene und wir haben die zweite Ebene, ganz simpel. So, in der ersten Ebene haben wir zum Beispiel Vorstellung, okay, oder Vision. Also Vorstellung bzw. bildhaftes Erleben. Ich schreibe jetzt einfach mal Visionen. Weil im Grunde genommen haben wir ja den ganzen Tag Visionen, oder? Wir haben ja den ganzen Tag Visionen. Ob es irgendwie die kleine Tagträumerei ist von, keine Ahnung, von irgendeinem Auto oder von irgendeinem Menschen, den ihr vermisst oder was auch immer, okay? Das heißt Vision und dann haben wir die Realität. So, und wir unterscheiden das jetzt mal, dass das eine physisch ist und das andere nicht. Heißt also, das eine können wir zum Beispiel mit dem Körper fühlen, das können wir spüren. Aber witzigerweise können wir ja das in der Vision auch körperlich spüren und fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist sehr, sehr paradox. Also heißt im Grunde genommen, wir sagen aber, wir Menschen gehen im Tagtäglichen davon aus, okay, das eine kann man sehen und fühlen, ohne dass es irgendwie da ist, dass es physisch ist, ohne dass ich mich bewege in einem Raum oder so. Und dann gibt es das eine, was ich wirklich sehe. Okay? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Person in meinem Zimmer ist oder in eurem Zimmer aktuell. Und dann kann es ja sein, dass sie reinläuft. Okay, das eine ist, sage ich mal, Vision, also 1, Szenario 1 oder Szenario 2. Okay, Realität 1 oder Realität 2. So, und bei Vision ist es jetzt im Grunde genommen das, dass wenn wir Menschen, und wir sprechen ja hier in dem Bereich des Network Marketings von Vision und Menschen zu was. Und das will ich mal von euch hören. Was bringt euch eine Vision? Oder was, also nicht, was bedeutet für euch Vision, das hatten wir schon, sondern was bringt Vision, also Menschen eine Vision zu erzählen? Was bringt es, immer über dieses, was ist eure Vision zu reden? Okay, oder warum fragt man so viele Networker oder Top-Leader, was ist eure Vision? Okay, oder warum geht man in den Call und fragt, was machst du und was ist eure Vision? Warum ist diese Vision so wichtig? Warum ist es für euch wichtig, die Vision zu hören? Das ist zum Beispiel eine sehr oft gestellte Frage bei mir, wenn ich mich mit Menschen treffe. Was ist deine Vision? Aber was ist damit gemeint? Weil Vision bedeutet ja nichts anderes als Dinge zu sehen, beziehungsweise bildhaftes Erleben. Um es jemand bildlich zu machen, was man erreichen kann. Ja, das ist sehr geil. Es ist ein Identifizieren mit einer Person. Man kann sich auf das bestimmte Szenario vorbereiten. Okay, geil. Perfekt. Schaut mal. Das wollte ich hören. Wenn wir die Realität haben, bei einem Meeting zum Beispiel, dann kann ich den Menschen ja nicht in diese Realität versetzen, außer die Realität, die gerade da ist. Also heißt, ihr sitzt in der Shisha-Bar, in einem Café, da steht ein Stuhl oder beziehungsweise zwei Stühle, da steht ein Tisch, da sind ein paar Menschen außenrum und da stehen zwei Gläser auf dem Tisch. Das ist die aktuelle Realität. Okay? Und jetzt kannst du zum Beispiel mit einem Menschen drüber reden, in Szenario 2, und ich will da ein bisschen praktischen Ansatz machen für euch, damit ihr auch versteht, was bringt diese Vision überhaupt, warum reden wir darüber. Und zwar, im Grunde genommen, könnt ihr ja jetzt in einem Meeting sitzen und Fakten raushauen. Okay, Fakten, was kann man noch auf einem Meeting machen? Fakten, man kann flexen, man kann Zahlen zeigen, okay, das habe ich dann im Grunde genommen schon, was auch immer. Man kann Komplett zeigen, man kann Produkte zeigen, man kann Produkte, man kann den NT4 zeigen und seine Profits zeigen, was auch immer. Das sind alles Fakten, okay? So, das Krasse ist aber jetzt, die Realität, beziehungsweise diese Faxen, das Flexen, die Zahlen, der Komplett, die Produkte, was auch immer, löst ja keine besonders starken Emotionen aus, oder? Es löst ja an sich keine Emotionen aus bei dem Gegenüber, sondern also keine starken. Vielleicht, wenn du das NT4-Konto zeigst und er denkt sich, oh krass, du hast voll viel Geld mit Trading gemacht, würde ich auch machen, dann freut er sich vielleicht, er ist voller Emotionen, er stellt sich vor, wie in Zukunft bei ihm so ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Meeting sind und
eine gute Mischung haben. Also ich sage jetzt, man sollte nicht immer nur Vision Talk machen, sondern man sollte natürlich auch über andere Dinge sprechen. Aber wenn man jetzt in einem Meeting über Vision spricht, was passiert dann mit der Person? Und das wurde gerade gesagt, sie kann sich bildlich hineinversetzen. Okay, sie geht bildlich hinein und was wird ausgelöst? Emotionen. Und was ist jeder Verkauf? Emotional. Jede Kaufentscheidung steht emotional. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das ist schon krass, wenn man das mal so sieht. Weil ich sehe das ultra oft, dass Leute in einem Meeting halt einfach nur über... Kurz den Chat checken. Ich sehe das ultra oft, dass Leute halt in einem Meeting Realität 2 machen. Also heißt, die reden Fakten, Zahlen, flexen, reden über ihre Uplines, was die alles erreicht haben, wie krass die sind, obwohl es schon so ein bisschen Vision ist, aber das ist halt viel zu viel Trockenes, okay? Das Krasse ist, wenn du eine Vision hast, dann können sich andere Menschen bildhaft miterleben. Und darum geht es doch. Es geht auch darum, dass sie das erleben. Okay, ich kann auch zum Beispiel zu euch sagen, hey, unser Ziel bei Covero Global ist es, 10.000 Kunden und Partner oder bei der Trading People Revolution und bei der IBA bis Ende des Jahres 10.000 Kunden und Partner aufzubauen. Wohin gehört das jetzt? Realität 1 oder Realität 2? Wenn ich zu euch sage, unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres 10.000 Kunden und Partner aufzubauen. Jetzt wird es interessant. Wenn ich sage, unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2020 10.000 Kunden und Partner aufzubauen, gehört das für euch zu 1 oder 2? Also ist es für euch Vision Talk oder ist es Realität? Und ich meine jetzt nicht mit Realität, das, was wir gerade haben, sondern so, wie wir es gerade gesagt haben. Okay, wir haben auf jeden Fall einen heftigen Querschnitt, also einen sehr, sehr, sehr starken Querschnitt. Ich persönlich würde sagen, das war Nummer 2. Für mich ist es Nummer 2. Für mich ist es so trocken, so ein Fakt. Wenn ich jetzt aber eine Vision erzähle, eine Vision ist zum Beispiel zu sagen, unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres mit der Trading People Revolution 10.000 Kunden und Partner aufzubauen, dann zum Beispiel, also einfach nur das Beispiel, eine Yacht zu mieten in Miami, dort mit den besten 15 Leuten hinzufliegen, ein richtig heftiges Airbnb zu holen, und draußen mit einem Pool, nebendran mit einem Whirlpool, drin, beziehungsweise draußen stehen 2 rote Mustang-GTs, und dann gehen wir auf diese Yacht mit 15 bis 20 Leuten. Jetzt stell dir mal vor, wie krass, stell dir vor, wenn du da dabei bist und am Ende des Jahres mitfeiern kannst, dass wir es geschafft haben, 10.000 Kunden und Partner aufzubauen und auf dieser Yacht mit den Top-Leadern sitzt und mit Brian McMahon. Was war das für euch? Vision oder Realität? Also 1 oder 2? Okay, da sind wir jetzt ganz klar. Warum? Weil ich viel, was habe ich gemacht? Ich habe eine Sache benutzt, was bei einer Vision ganz wichtig ist. Das ist ein Satz, ein Wort. Ich habe was ganz besonders oft gemacht. Genau, also ich habe dir einmal gesagt, stell dir vor, beschreiben, ich habe beschrieben, Emotionen, ich habe bildhaft, ich habe Bilder benutzt, ich habe versucht, Bilder, die ich habe, in den Kopf der anderen Person zu setzen. Deswegen, was ist Vision? Bildhaftes Erleben. Ich habe ihm bildhaft erleben lassen, wo ich hin will. Und wenn du es halt erzählst wie ein Waschlappen, dann ist es halt immer ein bisschen schwer. Aber wenn du halt es erzählst, dass du es auch wirklich erreichen willst, dann bekommen Menschen Gänsehaut. Zum Beispiel, was mir gerade auffällt, letztes Mal, als ich mit euch in dem Weiterbildungskurs war, also in dem Weiterbildungs-Zoom-Call, da habt ihr am Ende gesagt, diese Story mit meinem Onkel hat euch übelst weggehauen. Also ich habe voll viele Leute noch Nachrichten bekommen danach, immer auch danke immer ultra für das Feedback, Leute, mega lieb von euch. Aber ich habe richtig viele Nachrichten bekommen, wo die Leute gesagt haben, boah, das hat mich komplett Gänsehaut, das hat mich weggehauen und so weiter. Was habe ich da gemacht? Es war eine Geschichte. Heißt also, in Vision steckt ein bisschen Storytelling mit Bildhaftigkeit und Erleben. Wir versuchen durch Stories, wo es bildlich wird, Menschen erleben zu lassen. Hier gibt es wieder 2 ganz klassische Szenarien im Network Marketing. Du gehst auf ein Meeting, auf ein Event und was wird darunter gerattet? Alles, was auf der Präsentation steht.
Das ist komplett trocken, das ist real, das ist genau das. Das ist real, real meine ich mit, ich sehe, was auf der Präsentation steht und nebendran steht jemand, der genau das Gleiche sagt. Das ist so real, dass es schon wieder scheiße ist. Aber was passiert jetzt, wenn du Leute da vorne stehen hast, die mal eine Story erzählen, die die Vision erzählen, die nicht nur von Zahlen, Fakten und Daten stehen? Okay? Ich kann zum Beispiel sagen, als Unternehmer könnte ich sagen, unser Ziel in einem Meeting mit der komplett, mit den wichtigsten Leuten der Firma, könnte ich jetzt als CEO da reinlaufen und sagen, unser Ziel ist es, nächstes Jahr unseren Umsatz um 10% zu steigern. Hört sich auf jeden Fall excited an, oder? Wenn der CEO reinkommt, unser Ziel ist es, nächstes Jahr 10% Umsatz zu steigern. Kann man anders machen. Kann man ganz anders machen. Man könnte zum Beispiel reinlaufen und sagen, hey Leute, erstmal unglaublich dankbar, dass ihr hier seid. Komplett verrückt, was wir letztes Jahr erreicht haben. Letztes Jahr wurden wir als kleinen Baum gepflanzt, sind sehr, sehr stark gewachsen und im nächsten Jahr ist unser persönliches Ziel, richtig Wurzeln zu fassen in dem, was wir machen und unseren Umsatz 10% wachsen zu lassen und unsere Äste in jedem Bereich, in dem wir da draußen erfolgreich werden können, reinwachsen zu lassen. Einfach als Beispiel. Keine Ahnung, es war jetzt einfach erfunden. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach was anderes. Das ist die gleiche Message, aber kommt ganz anders an. Und natürlich sollte man sowas ein bisschen vorbereiten oder öfters machen, aber ich laufe jetzt nirgendwo rein und sage, wir müssen 10% mehr Umsatz machen, weil es bei uns auf jeden Fall mehr sind, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, okay? Also heißt, bildlich hineinversetzen, bildliches Erleben, besser gesagt, bildliches Erleben führt zu Emotionen und Emotionen führt im Grunde genommen zum Kauf. Ganz einfache Story. Und wichtig ist, dass ihr nicht sagt, Vision ist ein Ziel. Ein Ziel ist ein Ziel, ist eine Vision ist eine Vision. Ich sage ja auch nicht zu Gabel, Banane, zu Banane, Gabel. Das sind zwei komplett andere Dinge. Vision ist bildhaftes Erleben. So, und man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn man bildhaft erlebt, dann gibt es was ganz, ganz Starkes da draußen und man nennt es manifestieren. Was bedeutet jetzt manifestieren? Was soll das jetzt auf einmal sein? Was soll jetzt auf einmal manifestieren bedeuten? Manifestieren, sich als etwas Bestimmtes offenbaren, sich zu erkennen geben, sichtbar werden. Sichtbar werden, ganz wichtig. Okay, wir haben sichtbar werden. Wenn wir jetzt visualisieren, dann wollen wir im Grunde genommen was dann nachher? Dass es sichtbar wird. Wir visualisieren, wir stellen uns etwas vor immer wieder und jetzt reden wir jetzt gerade mal nicht oft über Networks und allgemein. Ihr stellt euch etwas vor und deswegen sagen viele Ziele. Wir stellen uns etwas vor. Und wir reden hier nicht über ein Ziel, sondern unser Ziel ist es zum Beispiel, einen Mercedes zu fahren. Okay? Das ist das Ziel. Mein Ziel ist es, ein Mercedes C63, keine Ahnung, umso detaillierter, umso besser. Ihr wisst, wie es läuft. Okay? Und alles, was ich mir jetzt außenrum vorstelle, zum Beispiel, wie ich in dem Auto sitze und fahre mit meiner Sonnenbrille, mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund nebendran. Die Jungs stellen sich wahrscheinlich vor, wie sie mit ihrem AMG am Bahnhof 50 Mal am Tag hin und her fahren oder was auch immer. Aber ihr stellt euch das ja im Grunde genommen vor. Und das ist dann Vision. Das ist eine Vision, weil ihr habt ein bildliches Erleben. Okay, ihr erlebt etwas bildlich. Und was wollen wir jetzt, dass sich das Ganze manifestiert? Das heißt, dass sich das Ganze, so wie wir es gerade im Grunde genommen kopiert haben, sichtbar macht oder sichtbar wird. Weil wir haben ja jetzt zwei Realitäten wieder. Wir haben einmal die anorganische Realität, wo wir uns etwas vorstellen können. Und wie kriegen wir das, was wir jetzt denken, in die Welt? Das ist ja das Interessante an der Ganzen, weil wir als Menschen sind von der Form her die einzigen Kreaturen, denke ich, hier auf diesem Planeten, die sich Dinge vorstellen können, die Dinge sehen können, die nicht da sind und diese aber auch erleben können. Wir können das fühlen. Warum nehmen Menschen zum Beispiel Drogen? Also ich habe nicht viel Erfahrung mit Drogen, aber ich glaube, ein großer Grund davon, zum Beispiel gerade von Dingen, die dich halluzinogene oder wie man das nennt, also die dich dann solche Sachen sehen lassen oder dann irgendwie Geschichten vor sich haben oder manchmal ist es ja auch negativ, dann nennt man das einen Trip oder was auch immer. Das ist ja genau das. Das sind psychoaktive Stoffen oder Substanzen, die dieses
bildhafte Denken, diese Visionen, diese Fähigkeit sozusagen einfach verbessern für eine kurze Zeit, solange diese Substanz eingenommen wird. Okay? Deswegen nutzen so viele Menschen eben zum Beispiel solche Sachen. Genau, das ist geil, was hier geschrieben wird. So lebhaft vorstellen, dass man das Gefühl hat, man erlebt es gerade, bis das Unterbewusstsein es als real annimmt. Ist manifestieren auch, wenn du zum Beispiel ein Auto manifestieren willst, dass man dieses Auto Probe fahren geht. Ja, ich meine, das ist sicher was dem Manifestationsprozess hilft, indem du dich damit beschäftigst. Weil im Grunde genommen reden wir einfach nur davon, where the focus goes, the energy flows. Auf was du dich fokussierst, dort geht Energie hin. Okay, und alles da draußen ist Energie. Also heißt von diesem, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter als Vision, weil ich will euch natürlich auch erklären, wie man die Vision Realität werden lassen kann. Und jetzt ist ja im Grunde genommen so, ich muss nochmal kurz hier löschen. Wir haben einmal hier die Vision. Und in der Mitte steht das, Vision. Ah, genau, jetzt muss ich das wegklicken. Vision. Dann haben wir, Dann haben wir hier das Ziel. Und dann haben wir hier das Manifestieren. Weil wir wollen ja, dass sich das Ziel, reg mich doch jetzt nicht auf hier. Geht ja Paint besser ab, Alter. So, jetzt ist es im Grunde genommen so, ihr habt ein Ziel und wenn ihr ein Ziel habt, dann ist es ja nicht so, dass es direkt sich manifestiert, oder? Hatte das schon mal jemand? Ich will ein AMG, kein Geld, auf einmal, zack, steht er vor der Tür. Ich will Plattambo, zack, steht er vor der Tür. Ich will 40.000 Trading-Konto, zack, ist auf dem Konto. Nein. Also heißt, es geht normalerweise nicht so. Wie es funktioniert ist, wir haben ein Ziel und dann haben wir eine Vision. Wir stellen uns etwas vor, wir sagen, wow, das hätte ich gerne und dann fängt schon an. Dann fängst du ja schon an. Du fängst doch schon an, wenn du sagst, wow, das hätte ich gerne, dann fängst du schon an. Wenn ich das, was mache ich dann und wie würde ich da aussehen? Und wow, dann würden die das machen. Und krass, dann hätte ich mehr Anerkennung. Und das fängt doch schon an. Das fängt doch schon an. Also heißt Ziel, Vision. Und jetzt ist ja so, wenn du die Vision hast, dann manifestiert sie es ja nicht direkt. Sondern hier unten fehlt was ganz, ganz Wichtiges. Und ich will, dass ihr mir sagt, was dieses Wort ist, um diesen Kreislauf zu schließen. Ja, Vision falsch geschrieben. Leute, ihr wisst schon, dass ich mich vertippt habe. Alles easy. Wir haben einfach ein neues Wort erfunden. Okay, Aktion tun, visualisieren. Ja, genau, jetzt kommt wieder ein neues Wort. Visualisieren. Was ist jetzt visualisieren? Vision ist ja, wenn du eine Vision hast, dann sagst du ja nicht zu jemand, ich visioniere gerade, sondern du sagst, du visualisierst. Okay, also Vision ist das, was man von außen betrachtet sagt, aber wenn du es gerade tust, dann sagst du visualisierst. Okay, also Vision und Visualisierung, also Visualisierung ist ja der Akt oder währenddessen. Okay? Das ist ja der Akt, das ist ja währenddessen, ich visualisiere. Okay? So ist ja easy. Und dann haben wir jetzt was, und zwar Aktion, das Handeln, Action, Umsetzen. Weil viele Menschen denken, ich habe ein Ziel, ich stelle mir das ein bisschen vor, dann kommt das schon irgendwann, ich muss dafür nichts machen. Nein, du musst handeln. So, und jetzt stellen mich immer mega viele Menschen oder viele Leute stellen mir immer die Frage, was genau soll ich machen? Was soll ich handeln? Was soll ich machen? Was, wenn ich mir jetzt was so krass Absurdes vorstelle, wo ich nicht mal weiß, wie ich das erreichen soll? Und wir sagen ja immer, fokussiere dich nicht auf das Wie, fokussiere dich auf das Wohin. Wie finde ich jetzt heraus, wie ich handeln soll? Oder was für Handlungsschritte soll ich denn machen? Und unter Handeln zählt für mich nicht nur Handeln, sondern da zählt für mich auch rein zum Beispiel Planen. Okay? Planen oder, keine Ahnung, dann kommen halt die ganzen Sachen ein wie Disziplin und was auch immer. Ich will das gar nicht alles reinschreiben. Aber Handeln ist dann die Ausführung.
Genau, bei uns zum Beispiel MMAs. Was sind MMAs? Money-Making Activities. Was sind Money-Making Activities? Wie viel Leuten zeigst du am Tag Vergütungsplan und Produkte? Connectest du dich aktiv mit Leuten aufgrund deines Geschäftes oder aufgrund anderer Dinge? Oder PPP, Prospecting, Presenting, Promoting. Genau, sehr geiles, sehr, sehr geiler Satz, Svetlana. Und zwar alles, was man selbst beeinflussen kann. Auch wichtig, dass ihr euch das merkt. Du machst das, was du kannst und du gibst alles und alles andere wird Gott für dich machen. Oft stehen wir so vor so unmöglichen Dingen, wo wir uns fragen, wie soll ich denn das überhaupt hinbekommen? Du machst alles, was du kannst und das Beste. Alles andere wird passieren. Also handeln im Network ist einfach. Wie gesagt, Prospecting, Presenting, Promoting, Money-Making Activities und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber nur, dass ihr versteht, wie dieser Kreislauf entsteht. Du hast ein Ziel, du hast eine Vision, du visualisierst, du handelst und dadurch manifestierst du, wenn du Visionen und Handeln gleichzeitig umsetzt. Und dann kommst du an dein Ziel. Und dann fängt es von vorne an. Immer mit neuen Dingen. Immer mit neuen Dingen. Immer mit neuen Dingen. Und genauso kannst du es ja im Closing auch sagen. Wenn wir jetzt nochmal einen internen Kreis machen, dann können wir ja sagen, Prospect. Closen. Mein Gott, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Closen. Beziehungsweise hier, ah, fuck, das habe ich vergessen. Hier kommt Einarbeiten. Ich kürze mal ab, also Einarbeitung und dann fängt es ja wieder von vorne an. Okay? Also heißt jetzt, wenn wir das einfach mal runternehmen, dann hast du den Prospect. Und jetzt kannst du ihn, wie gesagt, wieder über nur Fakten closen oder über die Vision, die Mission, wo das Ganze hingehen soll. Okay? Dann closest du ihn. Dann schreibst du ihn ein, beziehungsweise arbeitest ihn an und so geht es immer von vorne los. Okay? Also ihr versteht, denke ich, sehr, sehr gut, wo ich damit hin will. Und zwar, ich kann euch einen riesen Tipp geben. Visionen hat jeder von euch. Dafür müsst ihr nichts tun, aber ihr könnt es schulen. Weil wir als Kinder, Bro, kannst du ein bisschen leiser machen, bitte? Weil wir als Kinder die ganze Zeit uns Dinge vorstellen. Ob es imaginäre Freunde sind, ob es keine Ahnung, ich würde mich gerne noch ultra krass daran erinnern, wie das bei mir als Kind war. Aber vielleicht hat von euch jemand noch, oder jeder hat so ein bisschen so noch so Sachen im Kopf, die du als Kind gemacht hast, die eigentlich komplett lächerlich sind jetzt. Okay? Das ist halt, weil Kinder mehr träumen, mehr Visionen haben. Was ist jetzt wieder der Unterschied mit Träumen oder was ist jetzt der Unterschied zwischen Träumen und Visionen? Im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Okay? Nur uns sagt man dann immer, ach, lass die Träume. Oder Träume werden eh nicht wahr. Oder was auch immer. Also heißt, diese Visionen haben wir als Kinder so oder so schon. Und die werden uns nach und nach weggenommen, weil wir immer mehr mit der Realität zu tun haben, mit der Realität, die sie jetzt ist. Aber genauso könnt ihr die Realität auch ändern, indem ihr euch etwas anderes vorstellt, euch ein Ziel setzt und in diese Richtung arbeitet. Und ihr könnt heute zwei wichtige Dinge mitnehmen und das ist wichtig, was ich euch, das sind die zwei Dinge, die ich euch sagen wollte. Ihr könnt Vision für zwei Bereiche, die sehr wichtig für uns sind, mitnehmen. Einmal für euer Leben, einmal für euer Ziel, selber Visionen zu haben, selber Träume zu haben, diese zu visualisieren, zu manifestieren, und wieder neue Ziele zu setzen. Aber auch im Bereich Closing und Network Marketing. Aber auch im Bereich Closing. Weil Menschen viel lieber sich mit einer Story, mit einer Vision, mit einer emotionalen, bildhaften, erzählten Vorstellung identifizieren können, als mit irgendwelchen Zahlen, Fakten und Daten. Brian McMullen, kleines Szenario, kleine Story. Ich war vor 2 Wochen ungefähr auf einem Call mit Brian, mit Chad, mit Chris und 3 türkischen Leadern und Tano. So, und es ging darum, dass wir die türkischen Leader closen. So, das sind 3 sehr, sehr starke Leader aus der Türkei, die haben ein großes Netzwerk aufgebaut und so weiter, sind aktuell noch in der Firma, kommen jetzt rüber. Und wir haben natürlich Brian McMullen dazu geholt. Beziehungsweise ich habe gesagt, hey, Brian McMullen, let's go. So, jetzt ist der auf den Call gekommen und jetzt dürft ihr 3 Mal raten, was er gemacht hat in dem ganzen Call. Meint ihr, der hat sich jetzt da hingesetzt und hat denen den Complan gezeigt und hat gesagt, guck mal, wie krass der ist. Oder meint ihr, der ist dort hingegangen und hat denen gesagt, guck mal, das ist ein Beta-Signal, hat so und so viel Pips gemacht. Er hat einfach nur seine Vision erzählt. Er hat ganz kurz erzählt, wer er ist, was er gemacht hat, obwohl die das so schon wissen, aber kann man ja mal machen. Also heißt, wer bist du, was machst du und dann nur noch, wohin willst du.
Brian hat einfach 45 Minuten lang über die Vision geredet. 45 Minuten lang. Und du hast gemerkt, wie die Leute excited waren. Wisst ihr, wie excited? Ich war so excited, dass ich in dem Moment für 1.000 Euro nochmal Coinzoom-Tokens gekauft habe. Ich habe in dem Call mit den türkischen Leadern nochmal für 1.000 Dollar Coinzoom-Tokens gezahlt. Geholt. In dem Call. Weil der mich einfach so gepackt hat in diesen 30 Minuten. Und mir, ich könnte jedes Mal, wenn ich den höre, könnte ich mir nochmal für 1.000er Coinzoom-Tokens holen. No joke. Es ist krass. Du willst am liebsten sofort loslegen. Warum? Weil er mich emotional berührt hat. Weil er erstens Proof of Record hat und damit fängst du an. Du fängst an, nicht nur über Visionen zu reden. Ihr kennt auch diese Leute, die nennt man dann Tagträumer oder Leute, die die ganze Zeit nur labern. Das ist halt auch nicht gerade das Coole so. Sondern wenn du den Leuten sagst, wer du bist, was du gerissen hast. Moment. Wenn du deinen Leuten... Hoppala. Soll ich meinen Bildschirm groß machen? Ah, hier. Genau. Also wenn du den Leuten sagst einfach, wer du bist, was du bis jetzt ein bisschen gerissen hast, auch wenn du noch neu im Network bist, doch egal. Jeder hat von euch irgendwas erreicht, auf was er stolz ist. Dann erzähl das einfach, wenn es dazu passt. Also heißt, ich bin der, ich habe das und das bis jetzt erreicht, aber auch nicht zu lange, weil es geht ja nicht um euch, sondern um die anderen Leute. Und dann redet ihr einfach über die Vision. Ihr nehmt die Person bildlich mit, damit er das erleben kann. Und warum kaufen Menschen etwas? Weil es Emotionen sind. Brian hat eine Stunde lang oder eineinhalb Stunden lang über Coinzoom geredet, über Wallet Pro, über warum wir anders sind, was seine persönliche Vision ist, warum er hier ist, wo das Ganze hingehen soll und warum auch. Er hat Beispiele gegeben. Beispiele mit Apple zum Beispiel, Beispiele mit anderen Firmen. Und der hat so einen geilen Vergleich gemacht, so ein heftig und Vergleich ist was anderes, was ultra wichtig ist. Okay, Vergleiche, bildliche Sprache, zynisch zu sein, beziehungsweise ich sag mal, Humor auch mit drin zu haben, das lernst du dann auch alles. Also es kommt dann auch alles, dass du alles verpacken kannst. Aber diese bildliche Sprache ist ultra wichtig. Okay? Und er hat gesagt, richtig geiler Vergleich, er hat gesagt, schau mal, damals war es so, dass der Marketingchef von Pepsi, der bekannteste Marketingchef auf der ganzen Welt so. Also der bekannteste so. Und der hat bei Pepsi gearbeitet und für die Marketing gemacht. Pepsi kennt jeder von euch, dieses Cola-ähnliche Getränk. So. Und der hat sich mit Steve Jobs getroffen und Steve Jobs hat ihm eine Stelle angeboten als Marketingchef bei Apple selber. Und für weniger Geld an sich, okay? Also heißt, er hat echt verdammt viel Geld verdient als Pepsi-Chef sozusagen, beziehungsweise als Marketingchef. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist er aber trotzdem zu Steve Jobs gegangen, obwohl er weniger Geld bekommt und so weiter. Und die Leute haben gesagt, hey, warum gehst du als Chef und Marketingchef von der Firma zu einer anderen Firma und lässt sich doch viel, viel weniger Geld einstellen und jetzt bist du noch jemand unter jemand drunter. Klar, es ist Steve Jobs, aber du bist trotzdem unter jemand drunter. Dann sagt er, weil Steve Jobs zu mir gesagt hat, wann hörst du endlich auf, mit Zuckerwasser zu spielen und fängst an, mir zu helfen, die Welt zu verändern. Was ein krasses Statement. Und warum erzähle ich euch das? Weil Brian mir das erzählt hat. Und warum erzählt er das denen? Weil er gesagt hat, weil ich mich genauso da draußen fühle. Ich fühle mich, als wären wir Apple und die da draußen spielen mit Zuckerwasser. Digga, was für ein Closing. Was willst du da noch sagen? Da gehst du hin und kaufst dir für 1.000er Coinzoom-Tokens. Genauso wie ich in dem verfickten Call. So, ich hab's dir noch gesagt im Call, voll geladen, die haben mich voll ausgelacht. Aber ich war so bewegt, weil er mich emotional so berührt hat mit diesen Statements, mit den Geschichten, mit dem, was er erzählt hat, mit dem, was er denkt. Und das Krasse ist, wenn deine Vision groß ist, aber auch das, was du erreicht hast, schon verdammt groß ist, dann ist es noch krasser. Also wenn du schon mal was erreicht hast, sei es im Trading, im Network und für jeden ist Erreichen ein bisschen was anderes, aber wenn du schon ein bisschen was erreicht hast und dann noch eine geile Vision hast, eine Vision hast und diese gut erzählen kannst, Leute, das war's. Du musst einfach nur sprechen können. Du musst einfach nur reden können. Du musst einfach bildlich mit Humor. Vergleiche zum Beispiel. Ich mache ultra viele Vergleiche. Ultra viele Vergleiche. Wenn du das schaffst, für dich, wie gesagt, einmal im Network-Marketing das zu implementieren, aber auch Vision selber zu haben, beziehungsweise in Vision zu sprechen und deine Vision, deine Story zu erzählen, dann würde ich euch einen ganz kurzen Tipp geben. Ihr könnt es in einem Verkaufsgespräch, beziehungsweise in einem Meeting, könnt ihr das so machen. Ich will weg von und hinzu. Ich will weg von und hinzu. Damit können sich viele Menschen identifizieren. Also heißt zum Beispiel, hey, guck mal, ich bin Miguel, 23 Jahre alt, freut mich ultra, dich kennenzulernen, mal geil, dass du es geschafft hast, auf dieses Meeting zu kommen. Mal ganz kurz, ich stelle mich einfach mal ganz kurz vor. Natürlich du erstmal als erstes, dann stellt er sich vor, dann stellst du dich vor. Schau mal, ich bin 23 Jahre, ich arbeite jetzt seit 4-5 Jahren, habe mein Abi gemacht, wollte Jura studieren, oder habe Jura studiert, beziehungsweise bin gerade dabei, arbeite nebenher, um Geld zu verdienen. Aber schon mal, die Sache ist die, ich habe ultra schnell gemerkt, dass ich weg von diesem normalen Leben als Angestellter und als Student
dem es irgendwie finanziell meistens einfach schlecht geht und 7 Jahre zu studieren, um dann irgendwie 3.000-4.000 Euro zu verdienen als Anwalt, wenn du Glück hast, wollte ich einfach weg. Deswegen habe ich mein eigenes Business gestartet. Ich wollte weg von einem Wecker, ich wollte weg von einem Chef, ich wollte weg von dieser Einstempelkarte. Und am besten, wenn du richtig gut bist, dann passt du deine Story an mit dem, was er gesagt hat. Wenn er zum Beispiel sagt, er ist jemand, der in Schicht arbeitet und du hast in Schicht gearbeitet, dann red darüber. Er findet natürlich nichts, aber schau, dass passende Dinge zu passenden Dingen passen. Also heißt zum Beispiel, wenn er sagt, er ist Schichtarbeiter, dann sage ich sowas zum Beispiel in meiner Story, ich wollte weg davon, von morgens einstempeln und abends wieder ausstempeln. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann habt ihr eine Sache, der baut eine Beziehung auf, weil er das gerade hat und du das gefühlt hast, aber davon weg willst, okay? Feel, felt, found. Dieses Feel, felt, found Prinzip habe ich schon mal mit euch durchgegangen. Feel, felt, found. Du fühlst dich so wie er, okay? Zum Beispiel, er sagt Einwand, ganz kurz, er sagt Einwand, Schneeball, sagst du, ey, guck mal, krass, genauso habe ich mich am Anfang auch gefühlt. Ich dachte, die wollen mich komplett verarschen. Ich dachte, es wäre eine Sekte. Ich dachte irgendwie, die machen Rituale, wenn der Mond oder, keine Ahnung, die Sonne da und da steht. So, ich war komplett crazy, dachte ich mir, was geht denn hier ab? Feel, ich fühlte mich genauso, beziehungsweise ich fühle das aktuell, dass du so denkst, weil ich mich genauso gefühlt habe, aber ich habe das und das herausgefunden, okay? Du fühlst dich mit rein, indem du sagst, okay, ich habe mal genauso gedacht und das ist passiert. Aber guck mal, dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, habe mal Zeit mit den Leuten verbracht und einfach gemerkt, es sind ultra witzige Jungs oder Mädels, die einfach Bock haben, was zu erreichen, die wollen einfach was anderes machen, die haben Lebensfreude, die wollen einfach was anderes machen, die nehmen sich nicht zu ernst und wollen erfolgreich werden und Menschen helfen, impacten, selber finanziell frei werden. Das ist geil, weil du über Visionen und Bilder und Sprachen sprichst, okay? Ultra wichtige Geschichte, Leute. So, geil, Mann. Das war es auch im Grunde genommen schon. Ich kann darüber nicht mehr viel erzählen, Leute. Wichtig ist immer, was mir ultra wichtig ist, dass ihr euch das merkt, ist, wenn ihr mit Begriffen im Leben zu tun habt, dann definiert sie erstmal für euch. Weil die meisten Menschen definieren es nicht. Und Vision ist im Grunde genommen bildhaftes Erleben, beziehungsweise im Network-Marketing. Im Network-Marketing im Grunde genommen, weil wir sehr, sehr viel damit arbeiten, Zukunft in Bildern. Okay, wir, die Zukunft in Bildern. So gehen wir. Wir gehen mit den Menschen so um, Zukunft in Bildern. Oft ist es auch mal gut, den Menschen zu zeigen, wenn sie so weitermachen, wo die Zukunft in Bildern bei ihnen sein wird. Wenn du weiterhin das und das Geld verdienst. Wenn du weiterhin das und das machst. Dann wird sich nicht ändern. Sie können es mit den Leuten durchspielen. Okay? Und an der Stelle, Leute, ich habe es aufgezeichnet. Es wird wieder bei YouTube hochgeladen. Geil, dass ihr am Start wart. Ich meine, wir waren vorhin 50, jetzt sind wir 84 Leute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, arbeitet sehr viel daran, viel Vision und zu haben, viel euch damit zu beschäftigen mit Dingen, die gerade nicht da sind, aber die ihr haben wollt. Ich mache das zum Beispiel immer morgens oder vor allem abends, aber meistens morgens. Viele Leute, die mich zum Beispiel kennen, denken, Alter, warum liegt denn der immer so lange im Bett? Pennt der schon wieder? Ist er wieder eingepennt? Ja, manchmal penne ich sogar ein, aber sehr, sehr oft liege ich einfach nur da und visualisiere, weil ein Unterbewusstsein ist am geöffnetesten am Morgen oder am Abend. Okay? Und an der Stelle, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Grüße aus Malle.